Aha, aha, aha. Aha. Oh. Das gefällt mir. Hui. Na komm, jetzt mal auf den Doktor da drüben. Ach, das war's. Schade. Was ist das? Ach so. Ja, juhu. Wippen für Einzelkinder. Ah, oh, ich habe so viel Spaß mit mir selbst. Aha. Oh. Okay. Bei unserer ersten Begegnung starb Monas Zwillingsschwester. So muss sich umgekehrte Schizophrenie anfühlen. Das andere Ich verstummt unerwartet. Wir beide hatten geliebte Menschen verloren. Ja, das ist ja tragisch. Monas Tür war verschlossen. Ich hätte klopfen können, aber ich wollte mich noch vorher ein wenig umschauen, meiner Paranoia nachgehen. Ich gab vor, ich hätte dabei eine Wahl. Natürlich, du kleiner melodramatischer Polizistenmann. So, einmal kurz speichern. Da ist ein Fenster offen, ich gehe aber mal ganz kurz hier unten lang. Wollte mich noch kurz umschauen, natürlich, das ist ja auch riesig, das Gelände hier. Das lohnt sich richtig, sich mal ein bisschen bei den Mülltonnen umzuschauen. Da kann der Max mal aus den Vollen schöpfen. Und stattdessen schleichen wir uns wie ein Hund hier ins Zimmer rein. Lords und Ladies wird Ihnen präsentiert von Gold Touch Brandy. Wohin des Wegs, kleiner Bruder? Mein Lord Jack, Himmel nochmal! Warum lauert ihr hier in der Dunkelheit? Seid ihr... Spioniert ihr mir nach? Das ziemt sich nicht für einen Lord. Nicht, wenn der andere kein Lord ist. Nicht meine Aktionen stehen hier in Frage, Valentine. Was glaubt ihr, wohin ihr zu dieser gottlosen Stunde geht? Wer schickte euch auf diesen schändlichen Botengang? Mama? Haltet unsere Eltern daraus. Papa, der geschätzte Sheriff von York, war nach seiner Schwindsucht auf dem Wege der Besserung, als die Nachricht, dass ihr euch weiter mit dieser Dirne trefft, der Tochter eines Piraten, einen Rückfall bewirkte. Blühender Unsinn! Wegen euch wird Vater bald sterben. Und ich werde das Haupt der Familie. Trefft euch auf eigene Gefahr weiter mit ihr. Wollt ihr mir drohen, my lord? Ich werde euch enterben, Valentine. Das und schlimmer. Ich wünsche euch eine gute Nacht, Bruder. Das und schlimmer, Bruder. Das und schlimmer. Boah, also das halte ich ja im Kopf nicht aus, diese Dramatik. Meine Fresse. Also Lords und Ladies wäre keine Serie für mich, das ist viel zu Adrenalin geladen. Ah ja. Das ist doch der von Max Payne 1 hier, ne? Ich will ja echt nicht angeben, aber gib mir einen Schläger und einen Zombie-Kopf und ich schlage einen Homie. Ach. Warte mal, ich muss mal ganz kurz speichern. Ich will mal ganz kurz gucken, ob ich dann näher dran komme. Sag mir Bescheid, wenn du damit fertig bist. Eine Armee von fiesen Zombie-Dämonen. Waffen und Sprengstoff in ihrem Arbeitszimmer ließen bezüglich ihrer Berufung keine Fragen offen. Natürlich nicht. Jede Menge Cartoon-Kung-Fu-Kämpfe. Ich würde gerne das Bild da im Close-Up sehen. Ist das beides mal die gleiche Schauspielerin, nur einmal als Mona und einmal als normal? Ich weiß es nicht, ich kann das nicht genau erkennen. Aber auf jeden Fall immer schön, hier wieder was zu entdecken bei Max. Was? Die Brooklyn-Blindenschule. Unsere Türen stehen Ihnen offen. Die muss man erstmal finden. Ach, die schon wieder. Hi, du hast gefährliche Liebschaften angerufen. Rufe 555 PSSY, wenn du mehr willst. Oh Mann, Painkiller und wir haben keinen Platz dafür. Das darf doch nicht wahr sein. Am
Und ich glaube auch, sie singt, die Mona Sex singt unter der Dusche gerade was vom Max Payne Soundtrack. Ich weiß nur nicht, ob das vom ersten oder vom zweiten Teil ist. Ich verwechsel das immer. Oh. Huch. Mist. Na gut, dann stören wir Mona mal beim Duschen. Endlich. Ich weiß, ihr habt drauf gewartet. Komm, und wir machen das dramatisch. Hui. Oh. Mona, Mona, du bist einfach keine Sängerin. Sie haben die Taktik geändert. Wir müssen reden. Geben Sie mir bitte ein Handtuch. Jetzt, wo Sie da sind, können Sie auch aufpassen, während ich mich anziehe. Alles, was sie mir gesagt hatte, war, dass jemand uns tot sehen wollte. So wie sie sich verhielt, war ich der Einzige, der hier in Gefahr war. Sie müssen mir schon mehr geben als das. Der innere Kreis. Und weiter? Der Geheimbund verfolgt jeden, der von seiner Existenz weiß. Nun mal halblang, können Sie es beweisen? Ich habe einen Kontaktmann. Er will reden. Alfred Warden? Nein. Wie auch immer, ich kann Sie zu ihm bringen. Kapitel 7. Die Million-Dollar-Frage. Also die Million-Dollar-Frage. Jetzt. Sie sagte mir nicht die ganze Wahrheit. Gehen wir. Der Kreis geht zurück auf jahrhundertealte Freimaurerkulte. Korruption und Attentate reichen bis hinauf auf allerhöchste Ebene. Okay. Und ich dachte schon, Verschwörungstheorien seien außer Mode gekommen. Wir sind da. Und die auch. Ich bin der Einzige, der hier eine Kanone benutzt. Welche Etage? Sie sind hinter ihm her. Die Aufzüge funktionieren mit den Schlüsseln der Apartments und von diesem Pult aus. Sie haben die meisten auf den einzelnen Etagen blockiert. Die Wachen haben den Alarm ausgelöst, bevor sie starben. Dann müssen wir uns eben beeilen. Sollten wir nicht auf die Bullen warten? Hier. So können wir in Kontakt bleiben. Sie bedienen den Aufzug von hier aus? Ich gehe rauf. Ich gehe rauf. Sie sind der Chef. Ich habe die Gebäudepläne vor mir. Ich kann sie führen. Gute Idee. Wieso sind Sie überhaupt am Leben? Sie haben eine Kugel in den Kopf bekommen. Vielleicht ist sie ja noch da. Gut für die Konzentration. Um heil hier rauszukommen, musste ich ihr vertrauen. Gehen wir an die Arbeit. Cleaner voraus und links. Sie bewachen Corcorans Tür am Ende der Halle. Okay, okay, okay. Cleaner voraus links. Mal gucken. Ich wollte mir die Etagennummern hier angucken, aber da kann man leider keinen Insider erkennen. Gehen wir zu dir oder zu mir? Und ich dann? Total cool. Sag zu ihr, zu dir, Baby. Yeah, stimmt. Ich hab den Film gestern auch gesehen. Hör besser zu, vielleicht lernst du ja noch was. Okay, wie man sich selbst lächerlich machen kann. Zu dir oder zu mir? Mein Gott. Bist ja bloß neidisch. Wie wär's denn zu euch, ihr beiden Hübschen? Naja, probieren wir es halt mal durch die Tür, die sie bewacht haben. Irgendwas wird dahinter ja schon sein. Die Tür ist verschlossen. Versuchen Sie die Tür ganz rechts, neben dem großen Gemälde. Über den Balkon gelangen Sie in Corcorans Wohnung. Ist das hier die Tür ganz rechts? Naja, das ist es ja gerade. Was man nicht sieht, ist, dass wir hier echt arbeiten. Stehen bleiben! Hua! Sie reinigen auch die anderen Apartments. Corcoran sagt, es leben noch mehr Mitglieder des inneren Kreises hier. Ja, hier wird auf jeden Fall echt gereinigt. Mann, ich will die Gespräche mal mithören, aber die sterben mal so schnell. Na los, gib mir alles, was du hast.
Ihr schuldet mir zwei Painkiller, Freunde. Ach du Scheiße. Hab eine Leiche gefunden. Dünner Typ im Anzug. Nicht Cochran, der ist dick. Fett. Okay. Nehme ich noch eine mit. Sieht auf jeden Fall ein bisschen gehobener aus als die Apartments, die wir vorhin gewohnt waren. Oder beziehungsweise vorhin, ich muss ja sagen, vor einigen Folgen. Für mich ist es gerade vorhin, weil ich ja hier alles in einer Aufnahmesession spiele. Was kommt denn im Fernsehen? Wunderschön. Ach du Scheiße. Und da muss ich jetzt irgendwie auf die Brüstung und irgendwo hin. Ach, darüber. Gut, speichern. Ich würde gerne mal was probieren. Wenn wir schon mal hier sind, möchte ich gerne mal was ausprobieren. Hat mir im letzten Teil sehr gut gefallen. Ach, guck mal, da fahren sogar kleine Autos rum. Hallo, Autos! Hallo, ich komme! Ich komme. Ja, war klar, dass es... Oh, da ist ein offenes Fenster übrigens. Seht ihr das da rechts? Das sind Sims und ein offenes Fenster. Da müssen wir nachher bestimmt noch hin. Na, schauen wir mal. So, jetzt auf jeden Fall hier. Hoppala. Da ist so ein Fensterreinigungsding und da ist noch eine Terrasse. Das wird interessant. Hallo? Bin drin. Seh mich mal um. Wieso verschließen die denn auch alles? Okay, wir wissen zumindest, dass sie oben sind. Ich gehe nach oben. Fertig. Speichern. Der Fettsack wollte einfach nicht abtreten. Töte! Oh! Achtung! Verdammt. Zu viele, verdammt. Und wir hatten gerade keine Muni mehr. Der Fettsack wollte einfach nicht abtreten. Ne? Nein, hat versucht zu kämpfen. War wie Großwildjagd. Fing ein Dutzend Kugeln, bevor er zu Boden ging. Je dicker sie sind, desto... Wir sind zu spät. Er ist tot. Verschwinden Sie von dort. Wir müssen abhauen. Noch mehr Cleaner in der Lobby. Kommen in Ihre Richtung. Ich war nicht bereit zu gehen. Jedenfalls nicht ohne ein einziges Beweisstück. Auf dem Foto posierte eine Gruppe Männer vor einem Anwesen. Corcoran war da, Senator Gate und Alfred Worden. Also war es die Wahrheit. Die Wetten waren gemacht. Der innere Kreis war mit von der Partie. Ja, der innere Kreis, Mensch. Inner Circle, war das nicht eine Band aus den 90ern? Kann man da eigentlich jetzt... So ein bisschen Face-Sitting. Wir haben Besuch. Gerade wo wir uns hier an dem... Achtung! Tolle Idee. Granate! Idiot. Ich wollte gerade einen Spiegler schießen. So, war's das? Ich hoffe doch. Können wir hier noch irgendwas mitnehmen? Irgendwas verwerten? Was ist das? Campela Home. Disney Dead. Wahlberg. Steht da Wahlberg?
Hat er nicht im Max Payne-Film mitgespielt, der viel später kam, der auch furchtbar schlecht war? Also nicht der Wahlberg, sondern der Film einfach. So, ich denke mal, das war's mit dem Einsammeln. Was nehmen wir denn mal? Haben wir hier Desert Eagle, haben wir nicht so viel. Allgemein haben wir nicht so viel Muni hier, ne? Nehme ich mal die Kalaschnikow. Speichern halt, bevor wir weitergehen. Zwei Painkiller rein. Wo waren denn jetzt? Ach, da. So, nochmal speichern und weiter.